Thorsten Weiß, Trainer von Grün-Weiß Amisia Rheine, nach dem 5:2 Erfolg über den FSV Ochtrup. Was ist dein Statement zum Spiel? Ja, wir haben im Endeffekt besonders in der zweiten Halbzeit das umgesetzt, was wir umsetzen wollten und haben halt eben unsere spielerische Überlegenheit ausgespielt. Haben uns auch Gott sei Dank die Tore umgemünzt. Ein einziger Wermutstropfen sind die beiden Gegentore, die dürfen so in der Form eigentlich nicht fallen, das hat man anders besprochen. Aber gut, ich glaube, der Sieg geht in Ordnung. Vielleicht ein Tor zu hoch, kann man drüber streiten oder auch nicht. Aber letztendlich sind wir mit dem nächsten Dreier, den wir haben, sehr zufrieden und machen unseren Weg jetzt weiter, wo wir hinwollen. Der erste Eindruck vom Spiel war, dass beide Mannschaften direkt früh draufgegangen sind, früh gepresst haben. War das auch der Spielplan? Ja, gut, okay. Wir wollten das schon. Ja, natürlich. Ich habe Ochtrup mir ein, zwei Mal angeguckt, und Ochtrup ebenso. Wir hatten es eigentlich vom Gegner anders erwartet, aber wir haben das dann bekommen. Aber wir wollten das schon. Das war schon unser Wettspann, den wir umgesetzt haben. Was hat sich deutlich verbessert im Vergleich zur Niederlage gegen Nordwalde? Einsatzbereitschaft, Aggressivität. Wir waren da spielerisch, haben wir deutlich besser gespielt als in Nordwalde. Weil ich aber auch dazu sagen muss, dass ich heute den ganzen Tag auf dem Platz hatte. Wir waren wieder da und gut verdient. Das hat man dann gesehen. Dankeschön. Christopher Ranzmann, nach der 2:5 Niederlage des FSV Ochtrup gegen Grün-Weiß Amisia Rheine. Woran hat es gelegen? Was hat heute gefehlt? Ein bisschen Glück. Wir haben selber in der ersten Halbzeit die Chance, 2-0 zu machen. Dann kriegen wir durch einen dummen Torwartfehler halt das 1-1, danach auf einen auch wieder haltbaren Ball. 2:1, aber es ist halt einfach dem geschuldet, dass wir heute leider 4 verletzte Torhüter hatten, Feldspieler ins Tor musste. Der Gegner will jetzt nicht schlechter reden, als er war, aber er schießt 5-6 Mal aufs Tor, macht dadurch 5 Tore. Ich sag mal, wenn unser Torwart im Tor ist, der etatmäßige Torhüter, dann sind von den 5 Schüssen ist vielleicht einer drin. Von daher Pech, Mund abwischen, weiter geht's, weil spielerisch war es ganz okay. Ja, ich habe das Gefühl, vor allem in der ersten Halbzeit haben beide Mannschaften früh Druck gemacht und auch vor allem dich und Nico Schmerling im zentralen Mittelfeld früh angelaufen. Wie hat sich das im Spiel angefühlt? Ist okay. Ich kenne es ja nicht anders. Macht eigentlich Spaß, wenn der Gegner so ein bisschen aggressiver ist. Ist auch vielleicht dann auch ein bisschen einfacher, Räume zu kreieren, weil wenn der Gegner so nah dran ist und man halt sich halt schnell lösen kann, dann schaffen sich irgendwo andere Räume. Ne? Das haben wir in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht, ein paar Mal, bis zum 16er wieder leider dann nicht effektiv nach vorne, aber vollkommen in Ordnung. Kurz nach der zweiten Halbzeit, nach Anpfiff, dann die Riesenmöglichkeit durch Kai Sandmann. Er wäre mit dem 2:2 rangekommen und direkt im Gegenzug kassiert er dann das 1:3. Inwieweit hat das den Plan für die zweite Hälfte verändert? Ja, das ist das, was ich meinte mit dem Spielglück. Ne? Wenn du die Scheiße nicht so am Fuß hast wie wir, dann geht der Ball rein, dann steht 2:2, dann ist das wieder ein ganz anderes Spiel. So kriegst du, wie du sagst, direkt im Gegenzug das 3:1. Wieder eine Parade, keine Parade war, aber wie gesagt, darauf will ich jetzt die Niederlage nicht schieben. Ist vielleicht ein kleiner Teil davon, aber wenn man es besser verteidigt, vielleicht, dann kommst du auch zu gar keinem Torschuss. Von daher hat es unseren Matchplan oder gerade für die zweite Halbzeit den Plan, selber schnell ein Tor zu machen und dann kontrolliert aus der kontrollierten Ordnung zu spielen, ein wenig zerstört, aber du wirst Fußball. Dankeschön. Gerne.